Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2022 Projekt. Ein Schumacher im Ferrari. Nachdem die letzten Aufnahmen nicht ganz so gut geglückt sind, sehe ich wieder, dass ich hier Vollbild habe. Ich bitte dies zu entschuldigen. Aber ich denke, da, wo es drauf ankommt, das hat man ja gesehen. Wenn euch das Projekt weiterhin gefällt, gerne liken, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wie es aussieht, sind wir mit unserem Auto und mit unserem Fahrer Mick sehr, sehr gut dabei. Es sieht alles nach Titel Nummer 3 aus. Von daher würde ich sagen, wir machen mal direkt weiter. Unterboden gefertigt. Und dann geht es auch schon nach Monaco. So, und wir schalten rein mit dem Ende von Q2. So sieht es bisher aus. Yuki Tsunoda schon sehr früh ausgeschieden, während Kevin Magnussen noch dabei ist. Aber Mick Schumacher findet nicht zu seiner Performance. Das ist ziemlich erschreckend. Denn zwischen ihm und Charles Leclerc liegt doch einiges. Aber es ist, wie es ist. Wir haben Charles Leclerc mit allen vollen möglichen Teilen ausgerüstet, die es gibt. Denn sonst wird uns Red Bull da nämlich sehr große Konkurrenz machen. Und das wollen wir nicht. So, dann nehmen wir mal schöne neue Reifensätze. Kurzfristig wird Verstappen hier an 1 geführt, das ist unbedenklich. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und das sollte passen, perfekt würde ich sagen. So, jetzt bloß keine Fehler und Mick muss richtig auf die Tube drücken. Er muss irgendwo noch 2-3 Zehntel finden, sonst wird das ganz eng. Oha! Da bin ich richtig enttäuscht drüber. Nur Platz 5. Das ist sehr enttäuschend. Selbst Lewis Hamilton hat mehr rausgeholt. Das heißt, wir können das nur mit der Strategie richten. Bei Charles Leclerc mache ich mir überhaupt keine Sorgen. So, und dann startet das Rennen. Charles Leclerc geht von mit Mediums in Rennen. Oh, da sehe ich Softs. Und da ist Charles Leclerc. Bei Verstappen. Mick wird ebenfalls mit Softs an den Start gehen. Das Startsignal erlischt und los geht's. Er ist auch aus Softs. Mitten auf Mediums. Wir werden eine andere Strategie fahren mit Schumacher als mit Charles. Und ich hoffe, dass das aufgeht. Oh, da muss sich Charles Leclerc schon gegen Verstappen behaupten, der übrigens, oh, gebrauchte Softs hat. Wie sieht es hinter uns aus? Magnussen, Soft, Joe, einige hier auf Hard. Das heißt, unser Fenster wird wahrscheinlich so höher Gasly Ocon sein. Das ist es, was wir im Auge behalten müssen. Boxenstopp 20 Sekunden grob geschätzt. Ich würde sagen, auf geht's. So, Mick Schumacher kommt in die Box, wollte ich sagen. Uiuiui, das hätte ich ja beinahe völlig verpasst. Und Charles Leclerc lassen wir jetzt frei fahren. Den haben wir so ein bisschen bummeln lassen. Und wir müssen auf der Höhe Sainz ungefähr rauskommen. Ich hoffe, dass unsere Strategie aufgeht. Wir machen nämlich einen Undercut gegen die Softfahrer. Oh, komm schon. Ist die Boxenausfahrt langsam? Das gibt es doch nicht. Da kommt Russell. Kommt er vor Russell noch? Das wäre der Jackpot. Das wäre der Jackpot. Sehr schön.
Wiederholung. So. Aufgepasst. Da ist Schumacher. Ein schönes Manöver. Direkt hier bergauf. Berg runter. Ist Mick einfach an Joe vorbeigezogen. So. Mick Schumacher verfolgt hier Lewis Hamilton im Alpha Tauri. Und da sollte er auch locker vorbeigehen können. Wir haben die viel frischeren Reifen. Und das tut er. Und jetzt machen wir mal eine Runde Volldampf. Gasly war noch nicht in der Box. Sainz war noch nicht in der Box. Eine Position vor. Erster Sektor. Auf jeden Fall fährt Schumi sehr, sehr gute Rundenzeiten. Die Strategie wird aufgehen. Verstappen ist dabei auf hart gewechselt. Genauso wie Perez. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass die nicht mehr in die Box kommen. Safety Car! Safety Car! Du ahnst es nicht, was ist jetzt passiert? Jetzt müssen wir natürlich umdenken. Und zwar planen wir, dass Charles Leclerc in die Box kommt, sich die harten Reifen holt, weil der soll ja auch durchfahren. Und Mick holen wir in die Box, das müsste jetzt noch passen. Der zieht die Softs auf. Er wird damit natürlich gegenüber einige andere hier verlieren. Aber ich verspreche mir davon, dass er wahnsinnig schnelle Rundenzeiten fahren kann. Es gab einen Unfall. Sehen wir uns das so, und natürlich sehen wir uns das an. Jetzt auf den Haas. In Monaco ein Safety Car, nicht ungewöhnlich. Oh, Gott sei Dank war sonst niemand. Denke, Bremsen, Lenkung, irgendwie hat da was versagt. Normal ist das nicht. Jetzt gucken wir, wo kommt Schumacher raus. Hamilton geht auch in die Box, Gasly geht auch in die Box, Sainz müsste auch in die Box gehen. Nur Verstappen müsste durchfahren und da kommen wir locker wieder raus. Ich denke, das wird genau die richtige Strategie gewesen sein. Und Charles Leclerc müsste eigentlich auch locker wieder vor Schumacher rauskommen mit den harten Reifen. Er kommt jetzt da hinten um die Ecke, geht in die Box, das passt auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, was hat Hamilton aufgezogen? Ich schätze mal harte Reifen. So, die haben alle harte Reifen. Norris ist mit hart gestartet, der wird also nochmal in die Box gehen. Da hätte ich mir eigentlich eine andere Strategie überlegt, aber jedes Team entscheidet das ja nun mal anders. So, der Start wird wieder freigegeben und Schumacher kriegt sofort die Anweisung zu überholen. Das hat auch geklappt. Und direkt volle Pulle. Direkt volle Pulle. Den Rest müsste Charles Leclerc locker so managen können. Da sehe ich absolut kein Problem. Wir müssen dann bloß gleich nochmal eine neue Strategie ausarbeiten. Wir brauchen 20 Sekunden. Und Schumacher fährt auch mal in die schnellste Runde mit 1.11. Komm, eine geht noch. Er muss direkt eine hinten dran hängen. Und auch das müsste eigentlich eine schnelle Runde werden. Mal gucken, ob das mit der Energie gepasst hat. Ne, 1.11, 3, 3 Zehntel zurück. Ist aber nicht schlimm. So, Mick wird dann ein weiteres Mal jetzt in die Box gehen und sich die Mediums aufziehen. Er wird wahrscheinlich hinter Perez rauskommen, könnte man vermuten. Mal gucken, wie schnell der Stopp läuft. Da kommt die ganze Truppe angefahren. Oh, jetzt Startziel. Da trudeln sie vorbei. So, vor Joe müsste er wieder rauskommen. Das passt. Und jetzt würde ich sagen, liegt es einfach nur an ihm, das wieder gerade zu rücken. Und wieder an der gleichen Passage geht er an Perez vorbei. Sensationell. Jetzt müssen wir Jagd auf Verstappen machen. Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Und auch das müsste mit den Reifen super gut funktionieren. So, Verstappen Startziel. Fragezeichen. Jupp. Nimmt er. Das passt. Platz 3 haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch Lewis Hamilton holen. Und das sollte auch kein Problem sein mit der Performance, die wir hier an den Tag legen. Und jetzt wird es tricky, weil die laufen auf Überrundete auf. Und wir haben da eigentlich überhaupt gar keine Zeit
Zeit zu verlieren, das ahnst du nicht und das ist schon passiert. So, und jetzt müssen wir direkt vorbeigehen, weil sonst wird das alles nichts mehr werden. Und da überholte Mick Schumacher Lewis Hamilton und wir legen direkt richtig Tempo auf hier. Charles Leclerc ist super unterwegs. Erster Sektor lila. Wir schöpfen erstmal alles aus. Bloß weg von Lewis Hamilton. Die Reifen von ihm werden irgendwann natürlich haltbarer als unsere. So, natürlich war ich am Überlegen, das Ergebnis zurechtzurücken hier in Monaco. Aber das werden wir nicht tun. Denn Charles Leclerc fährt ja ein fantastisches Rennen. Und das soll er auch so zu Ende fahren. Sein Heimatrennen und er hat im Qualifying alles richtig gemacht. Und mit Platz 2 ist Schumacher, glaube ich, sehr, sehr glücklich und zufrieden. Und es bringt uns auch nicht weiter weg von dem Weltmeistertitel. Also denke ich da, dass alles prima ist. So, Charles Leclerc. Wird das Rennen gewinnen? Flag. Now we have checkered flag now. Checkered flag now. Let's go! Come on! Come on! Let's go! Amazing day. Ja, sehr gut gemacht. Gönnen wir ihm auch. Mick sensationell auf Platz 2 gefahren. Auf Platz 3 kommt Lewis Hamilton ins Ziel. Im Alpha Tauri. Kann man sich einfach nicht ausdenken, wie nah Alpha Tauri an Red Bull dran ist. Das war wirklich ein tolles Wochenende für Charles Leclerc. Bald war der aus dem Wagen förmlich. So, 19 Punkte für Mick Schumacher, 3 Plätze gut gemacht und trotzdem führt er auch noch die WM an. Ich denke, damit kann er sehr, sehr zufrieden sein. Alles richtig gemacht. Max Verstappen mit 65 Punkten auf 3. Valtteri Bottas mit 65 Punkten. Lewis Hamilton 61. Russell 58, Sergio Perez 57, das ist ein Wahnsinn. Die Punktabstände. Und auch hier, das ist ganz gefährlich. Mercedes, Red Bull, Alpha Tauri. Ich glaube, so nah war das hier vorne schon lange nicht mehr. Beziehungsweise, man könnte schon erahnen, wer Weltmeister wird. Und viele würden jetzt in echt sagen, boah, das wird eine langweilige Saison. Von daher denke ich, gehen wir mal volle Pulle auf Forschung. Und dann schauen wir mal, was noch zu machen ist. Bis dahin, tschüss und ciao.